Juhu, yay, ho, herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen heute mal wieder. Ja, was spielen wir eigentlich? Mario Bros. The Lost Levels, genau. Mensch, ja, da habe ich ja so ein ganz tolles Spiel hier in meine Wii-Konsole reingelegt und das sieht ja hübsch aus und wir sind in Welt 5 mittlerweile angelangt. Hey, yo, das heißt eigentlich, die Hälfte des Spiels ist praktisch gesehen rum, könnte man so sagen, oder? Und, ich bin sehr gespannt darauf, wie das jetzt hier so weitergehen wird. Und ich bin noch viel, böse, böse Schildkröte. Ich bin noch viel gespannter darauf, ob es heute vielleicht sogar ein bisschen besser laufen wird als beim letzten Mal oder auch nicht oder vielleicht doch oder. Au. Eigentlich war ich doch auf der Röhre drauf. Okay, das heißt, diese Piranha-Pflanze hätte eigentlich nicht rauskommen dürfen sollen, was auch immer. Wobei ich gelesen habe, um gleich zu Beginn mal mit so ein paar kleinen Sachen, also ein paar Sachen loszuwerden zu diesem Spiel, die vielleicht ganz wissenswert sind und den einen oder anderen da draußen vielleicht sogar interessieren könnten, wäre vielleicht sogar ganz angebracht, dass ich die jetzt hier zu Beginn nochmal loswerde, weil später, wenn ich fluche, schreie, heule, was auch immer, werde ich sicherlich nicht mehr dazu kommen. Wie dem auch sei, diese roten Piranha-Pflanzen sind tatsächlich, also die sind also ein bisschen unterschiedlich, also die unterscheiden sich von den grünen, von ihren grünen Artgenossen, könnte man so sagen. Diese roten Piranha-Pflanzen kommen nämlich auch raus, wenn man ganz nah neben der Röhre steht. Seht ihr? Normalerweise machen Piranha-Pflanzen das nicht. Aber die roten machen das, ja. Nichtsdestotrotz dürften sie eigentlich aber trotzdem nicht rauskommen, wenn man direkt auf der Röhre draufsteht. Deswegen hat es mich gewundert, dass das. Und. Hä? Sind wir. Okay. Kleine Überraschung. Wir sehen hier einen sehr schönen Abgrund. Er hat mich schon gewundert. Also das für Ziel wäre aber auch zu, da wäre Level zu kurz gewesen. Mein Gott, eine kleine Neuerung. Beziehungsweise was ganz Neues. Wir haben hier, Wind. Wir haben hier Wind. Der uns ein bisschen nach rechts bläst. In der Theorie. Aber hüpfen müssen wir trotzdem noch. I. Ja, ist der Level so kurz? Beziehungsweise ist er danach vielleicht doch schon vorbei oder auch nicht vorbei? Oder das ist irgendwie komisch. Also auch kein Checkpoint hier oder irgendwie sowas. Das irritiert mich gerade so ein ganz kleines bisschen. Ja, aber das mit dem Wind, das ist ja auch eine totale Gameplay-Neuerung oder wie auch immer man das nennen will, im Vergleich zum allerersten Mario Bros. Teil, die man jetzt eben hier in Mario Bros. 2, Schrägstrich The Lost Levels, eben neu mit eingeführt hat. Oh. Hui, Mensch, ein Bonusraum. Das war ja. Das kam ja jetzt überraschend. Hä? Hallo? Wie kommt man da oben hin? Jetzt, also wie. Gut, dann halt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Okay, hätte ich wahrscheinlich einfach nur ein großer kleiner Mario. Ein großer Mario sein müssen. So, nee. Scheiße. Ja, toll. Und nu? Ah, okay, gut. Schön. La 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 la. Und wir stellen uns hier oben auf die Kante und laufen los. Nein, ich drücke auf die Taste. Mein Schöne Gameplay-Neuerung, ne? Mensch, darauf hat die ganze Welt gewartet. Wind in einem Videospiel. Uhuhuhu. Übrigens, wie ich gelesen habe. Ich habe vorhin diverse Sachen gelesen. Oh ja, ich war auf der englischen Wikipedia-Seite und habe mir hier alle möglichen Infos zu Mario Bros. The Lost Levels, ja, praktisch herausgezogen. Ich habe sie innerlich aufgesaugt. Ich habe meinen Wissensdurst dort gestillt. Und auf dieser Wikipedia-Seite stand übrigens nicht, dass man, wenn man Koopa-Schildkröten berührt, dann einfach so stirbt. Vermutlich war diese Information irgendwie zu nebensächlich. Nur, dass der Autor sich gedacht hat, ne, das muss ich nicht erwähnen. Wäre aber irgendwie besser gewesen. So, im Nachhinein betrachtet. Vielleicht sollte ich das nochmal nachträglich mit einfügen. Das ist ja das Tolle bei Wikipedia, dass man seinen Mist da nochmal mit dazu schreiben kann. Gut, wie dem auch sei, was habe ich da noch gelesen? Genau, Mario Bros. The Lost Levels kam, also beziehungsweise Mario Bros. 2 in Japan hat das nochmal einen komischen, einen komischen Untertitel irgendwie. Mann, okay, langsam, 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 nicht die Geduld verlieren. Das ist Welt 5.1, mein Gott.
Depp, 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 Depp. Dieses Spiel kam ein Dreivierteljahr ungefähr nach Mario Bros. 1 heraus, in Japan zumindest. Europa und Amerika blieben ja von diesem Titel hier weitestgehend verschont, zumindest eben bis diese Mario All-Stars Collection eben herauskam. Und ja, mein Gott. Nein, 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 nein. Böse, böse Schildkröte. Böse, böse Schildkröte. Geh weg. Bitte geh weg. Und ich spring genau in die Lücke rein. Ich hab's noch gesehen. Ich hab noch überlegt. Und dann, springst du in die Lücke oder springst du auf den Goomba? Ja. Also es kam dreiviertel Jahr später raus. Und Shigeru Miyamoto hat auch wieder an diesem Spiel hier mitgewirkt, allerdings laut eigener Aussage nicht so sehr wie bei anderen Mario-Titeln. Also ich habe gelesen, dass er selber wohl meint, dass er bei diesem Titel hier gerade mal zu 10% oder so beteiligt war. Und ja, keine Ahnung, merkt man im Spiel vielleicht auch an, weil es so ein ganz kleines bisschen, das war knapp, ganz kleines bisschen ideenarm ist. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann jetzt. Ach, Mann. Kann man jetzt auch so und so beurteilen? So schwer kann das doch eigentlich gar nicht sein, oder? Ich meine, in 3D-Spielen macht man das andauernd. Da ist das. Wind bläst von hinten. Damit kann man weiter springen. Das ist ja wohl absolut nichts Neues. Warum das jetzt hier irgendwie so ein großes Problem darstellt, das kapiere ich nicht. Aber gut. La 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 la. Düpp, düpp. Ja, zu 10%, danke. Zu 10% irgendwie daran mitgewirkt. Und gut, er hatte zu dem Zeitpunkt natürlich auch andere Probleme, beziehungsweise andere Projekte. Er war da nämlich mit The Legend of Zelda beschäftigt. Also das Spiel vernünftig zu machen und herauszubringen. Und ja, danke Miyamoto, dass du dich an Zelda gesetzt hast und eine weitere schöne Spielereihe damit kreiert hast. Und, beziehungsweise den Beginn einer Spielereihe, weil damals konnte man ja noch nicht absehen, dass dieses Spiel irgendwie halbwegs erfolgreich werden würde. Und, rote Piranha-Pflanzen sind doof. Rote Piranha-Pflanzen sind doof. Rote Piranha-Gumbas. Nein, ich sollte aufpassen. Bei diesen roten Piranha-Pflanzen darf man das wirklich nicht vergessen. Also, neben der Röhre stehen ist doof und... Nein! Okay, ja. Das habe ich jetzt... Ja, das konnte man ja irgendwie jetzt vermuten, dass der Level noch nicht vorbei sein wird. Aber jetzt wissen wir es zumindest hundertprozentig. Schön! Dann wollen wir mal hoffen, dass der Rest des Levels jetzt einigermaßen erträglich ist, weil das ist mein letztes Leben hier, ne? Ich glaube schon. La 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 la. Aha. Schaffen wir das von hier aus? Keine Ahnung. Das sah so aus, als hätte er sich an der Kante festgehalten. Aber dann ist Mario eingefallen, Mist, das kann ich in diesem Spiel noch gar nicht. Und dann war es irgendwie vorbei. Verdammt, ja. Wo könnte da nur der Checkpoint in diesem Level gewesen sein? Wir werden es vielleicht nie herausfinden. Außer ich schaffe es jetzt vielleicht mal in einem Rutsch da an dieser komischen Windpassage vorbeizukommen. Wie gesagt, das ist nicht schwer, mein Gott. Dieses Spiel, The Lost Levels, wird ja auch eigentlich gerne mit irgendwelchen, ja, Mario Hex verglichen. Ja, was mache ich hier eigentlich? das kam zumindest auch, ja, das, diese englische Wikipedia-Seite zitiert ganz gerne mal von IGN oder so, und das war irgendwie das Naheliegendste, was einem IGN-Redakteur zu einem ganzen Spiel eingefallen ist, dass, ja, das spielt sich ja alles wie ein Mario-Hack. Ganz schön schwer und, aha, interessant. Aha. Da wäre also ein Leben. Aha. Wenn man da jetzt noch ankäme. Aha. Aber zumindest, ist meine Anlaufbahn ein bisschen länger geworden. Warum ziehe ich zurück? Warum? Ich verstehe es selber nicht. Das ist das Problem. Ich verstehe nicht, was ich hier mache. Ich verstehe nicht, warum ich das hier aufnehme und dann auf YouTube hochlade. Bin so ein kleines bisschen bekloppt. Nur ein ganz kleines bisschen. Gut. Neuer Versuch. Ich meine, jo, das ist ja...
So langsam aber sicher können wir, glaube ich, feststellen, dass dieses Spiel ein ganz kleines bisschen knifflig ist. Und neben der Tatsache, dass ich ein bisschen Glück benötige, muss ich wohl auch einfach mal einen guten Tag erwischen, damit das... Boah, nein! Damit das hier klappt. Und ich stelle die Frage gerne immer noch im Raum. Also, soll ich hier irgendwie dann solche Sachen zusammenschneiden oder wollt ihr euch die ganze Packung geben? Also das, da lasse ich ja mit mir verhandeln. Fakt ist jedenfalls, dass ich dieses Spiel hier irgendwann durchspielen will und es wird sehr lange dauern und schmerzhaft werden und wir alle werden unglaublich viel Freude daran haben. Glaube ich zumindest, hoffe ich zumindest. Und ja, mein Gott. Uhalala, Hamana, 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 Mana, zumindest dürfte ich jetzt beim Checkpoint mal sein, oder? Ich glaube, ich hoffe, ich denke, was auch immer. Ja, Banzai Bill, Flieg und, also Bullet Bill, Flieg und Sieg. Banzai Bill war immer noch was anderes, ja. Also hier irgendwo muss doch der Checkpoint sein. Das hoffe ich jetzt einfach mal ganz extrem. Und hier war jetzt, ja. Oder versuchen wir es jetzt von hier aus? Ich habe keine Ahnung. Hüpf! Ja, das war gut. So, und hüpf! Zwei! Was? Ich habe eigentlich gehofft, dass hier mal die Fahnenstange wäre. Scheiße! Nein! Doof! Oh, da ist eine Efeu-Ranke. Da, die nehmen wir jetzt einfach mal nicht. Warum nehme ich die nicht? Weil ich lieber hier bei den Schildkröten sterben wollte. Und zum anderen, weil ich natürlich auch diverse Dinge, auch dank dieser englischen Wikipedia-Seite mittlerweile über das Spiel gelesen habe. Aber eine Sache wusste ich auch selber im Vorfeld. Die Warpzonen hier, beziehungsweise mit den Warpzonen hier, da gibt es noch so eine ganz kleine Besonderheit. Wir haben übrigens Checkpoint erreicht, das ist sehr schön. Es gibt die ganz normalen Warpzonen hier in diesem Spiel, also die einen irgendwie so ein bisschen voranbringen und wo man dann sagen kann, hey, yo, Mensch, jetzt komme ich ja voll voran hier und jetzt sehe ich ja total viele neue Dinge und es macht total viel Spaß, sich neue Welten und so anzugucken. Aber so, hier müssen jetzt Blöcke sein. Täuscht mich nicht. Hier müssen jetzt Blöcke sein. Was? Ah, okay. Das Problem ist nur, hui! Dass ich jetzt nicht zu weit nach rechts scrollen darf, weil sonst haben wir ein Problem, ja. Okay, ne, passt. So, ist das wirklich der richtige Weg hier? Irgendwie sah das gerade zu bekloppt aus, aber gut. Ja, das war Welt 5.1. Mensch, wie lange haben wir dafür gebraucht? Knapp 12 Minuten. Super! Ta-ta-ta-ta! Jede Welt ein Video. Naja, sagen wir mal, jedes Stage ein Video. Und jetzt, das kommt so langsam aber sicher hin. Gut, Welt 5.2. Mal gucken, was für spannende Abenteuer uns hier erwarten werden. Was wollte ich erzählen? Was wollte ich erzählen? Ja, Warpzonen. Mensch, da gibt es eine Besonderheit hier. Es gibt die ganz normalen Warpzonen, also wie man sie halt kennt und liebt aus Mario Bros. Aber es gibt auch böse Warpzonen, die einen ja praktisch zurückbringen. Das heißt, Igitt. Das heißt, wenn man in so eine Warpzone reingeht, dann kann es plötzlich passieren, dass man wieder in Welt 1 landet oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt direkt hier in der All-Stars-Version so tragisch ist, weil theoretisch, es wurde ja gespeichert mit den Welten. Das heißt, man könnte dann einfach das Spiel praktisch neu starten und man hat zu Beginn dann ja die Möglichkeit, das jeweilige Level, wo man, also das weiteste Level, bis wohin man gespielt hat, das kann man dann ja einfach wieder auswählen. Deswegen dürfte das, wie gesagt, eigentlich nicht tragisch sein. Aber ich würde es trotzdem nicht ausprobieren. Und so richtig weiß ich nicht, wo diese Warpzonen sind. Aber ja, aus so einem Grunde will ich eben keine Efeu-Ranke oder sowas benutzen. Ich meine, ich habe sowieso. Och Mann, nee. Ich habe sowieso von Anfang an gesagt, dass ich absolut keine Warpzonen benutzen möchte. Von daher passt das schon. Kann natürlich auch sein, dass diese Efeu-Ranke, die wir gesehen haben, einen in eine ganz normale Bonuswelt bringt. Aber mein Gott, hey, yo, wir werden es nie erfahren. Es ist im Endeffekt auch egal. Also, Münzen sammeln lohnt eh nicht so richtig, weil wenn ich alle Leben verloren habe, dann wird mein Münzenzähler sowieso wieder auf Null gesetzt. Von daher, ja, ist das ja an der Stelle nicht so schrecklich wichtig. Das war dumm.
Und ich sollte da lieber oben lang gehen, ja. Gut, diese Welt scheint auch ein bisschen länger zu sein oder so. Ich habe keine Ahnung. Hups. Schildkröten, wir töten Schildkröten. La 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 la. Weil sie uns auch schon so oft getötet haben. Was? Okay. Gerade stelle ich mich aber auch extrem dumm an. Also, das geht auf keine Kuhhaut. Aber gut, ja, das muss manchmal auch so sein. Ich sage es ja immer wieder gerne. Also, dieses Spiel, da braucht man auch einfach einen guten Tag. Ja, da braucht man so einen richtigen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Kann ich einfach drüber laufen? Dopp, dopp, anscheinend. Okay. Da braucht man auch so einen richtigen. Mensch, jetzt spiele ich Mario Bros. The Lost Levels. Tag durch. Also, durch Tag. Tag, Tag, Tag. Was war das jetzt? Nee. Hä? Und wie gesagt, noch nicht mal bis zum Checkpoint. Also momentan, das ist ja traurig. Aber ist kein Problem. La 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 la. Eine Stage pro Video. Ja, weil es so viel Spaß macht, sich das Ganze hier anzugucken. In der Tat. So, Gumbas, Gumbas, tralala. Ja, die Stelle. Mensch, hier waren wir ja sogar schon. Ja, dann gehen wir nämlich hier weiter. Und dann sehen wir hier diese Schildkröte, die wir jetzt mal fachmännisch töten. Danke. Gut. Piranha-Pflanze, laufen! Hoch. Interessante Plattformen. Nein! 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 Scheiße. Auch das ist eigentlich nicht schwer. Ich bin gerade so ein kleines bisschen. Oh, Mensch, hier ist der Checkpoint. Schön. Ich bin gerade so ein kleines bisschen von mir selber enttäuscht. Das ist nicht gut. So. Hier steht drauf, Quatsch, Koopa, Piranha-Pflanze kommt nicht. Wir laufen hier so weiter, wir springen hier so drüber, wir gehen hier so hin und wir machen komische Dinge und hüpft die da. Nee. Das Spiel zerrt ein ganz kleines bisschen an den Nerven. Und ich glaube, es wäre eindeutig besser, wenn ich nach dieser Welt eine Pause mache. Das habe ich gerade so für mich beschlossen. Aber jetzt, die Welt will ich noch durchziehen. Also, das bekommen wir hin. Moment. Ja. Ich merke, heute ist kein Mario. Ich spiele Mario durch Tag. Aber das ist kein Problem, weil dann machen wir das Ganze wann anders. Aber für die Welt hier reicht's noch. Komm. Das ist ja jetzt, ich meine, hey yo, ich bin jetzt schon beim Checkpoint hier und hey yo, ich muss nur die olle Cooper-Schildkröte hier einfach so ausschalten und dann kann man mit der Cooper-Schildkröte die Piranha-Pflanze da treffen oder geht der Panzer immer unten drunter? Ich weiß nicht, das sah eben noch ein bisschen komisch aus. Egal, so, dann gehen wir nämlich hier hin und dann hätte ich schon längst springen müssen, sollen, was auch immer. Ich will oben nicht lang. Weil ansonsten am Ende komme ich da echt noch in irgendeine Warpzone rein oder so. Scheiße. Okay. Abpassen, abpassen, abpassen. Gut, Sprung 2, 5, 6. Und Sprung 2, 5, 6. Achso, hätte ich doch oben lang gehen können, weil dann hätte ich mich. Ja, gut. Du. Mensch! Und auf einmal ist wieder eitel Sonnenschein in meiner Welt. Ach, komm. Dann machen wir Welt 5-3 jetzt auch noch. Ach was. Hier, für Welt 5-2 habe ich auch gar nicht mal so lange gebraucht. Also prinzipiell. Also, was auch immer man halt unter gar nicht so lange verstehen möchte. Aber, oh mein Gott, Blooper und Kugelwilli und so, das sieht ja alles total vertraut aus. Was? Plattformen, die sich bewegen, wenn man drauf tritt. Das ist neu.